Hallo zusammen, willkommen zurück. Wenn ihr ein bisschen Lust habt auf gehobene Globalstrategie im Deutschen Reich 1940, dann seid ihr bei Hearts of Iron 3 total richtig und mit der Modifikation Black Eyes, die jetzt hier läuft, sogar noch etwas mehr. Das Feedback beim letzten Video war gut, dachte ich mir, dann könnte ich mal wieder ein bisschen vor dem Rechner vor mir rumschwatzen. Und wir schauen uns an, Polen ist tatsächlich inzwischen recht deutsch und den Leuten geht's sehr gut. Ja, ich bin nett zu denen, ich knechte die nicht. Und wir machen in diesem Video Folgendes. Ich weiß nicht genau, wie lange das Ganze gehen wird oder wie umfangreich das sein wird, aber ich möchte in diesem Video England betrachten. England angehen, England analysieren und dann mal gucken, ob wir auch England irgendwie angreifen können. Und England ist ein ganz anderes Kaliber als Polen letztes Mal. Polen war so ein bisschen zum Warmwerden, zum Kennenlernen, zum Frühstück sozusagen. Ja, das war ja 12 Tage oder sowas. Und ja, was jetzt mit Polen passiert ist, ich habe es eingenommen und habe dann meine ganzen Truppen nach Westen verlegt, um dann hier entlang der Maginot-Linie nichts zu tun und dann in Belgien einzufallen. Da stehen noch ein paar Einheiten rum. Niederlande, meine ich. Und dann tja, bin ich in Frankreich mehr oder weniger eingerückt und dann kam hier Paris, das ist Paris, und dann war Ende im Gelände sozusagen für die Franzosen, ja, da hatten sie keine Lust mehr, da haben sie gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, essen wir halt deutsche Wurst, trinken Bier, schmeißen unseren Wein weg und dann, ja, ich muss das ganze Thema so ein bisschen mit Humor sehen, weil Hearts of Iron 3 und die Modifikation Black Eyes, die sind ziemlich historisch korrekt, was das angeht. Man kriegt hier nämlich ständig Events, die so ein bisschen die Sachen von damals einfach so bang, hier in your face wiedergeben und sagen, so war das halt und jetzt musst du entscheiden, machst du das mit oder nicht. Ein Beispiel ist hier oben nationale Entscheidung. Man kann jetzt sich entscheiden, ob man die Waffen-SS hier richtig aufstellt. Ja, also die gesamte Armee. Und ich habe beim ersten Durchlauf mit der Black Eyes Modifikation, da habe ich angefangen, mich da ein bisschen mit der Schutzstaffel zu beschäftigen. Ganz einfach aus Interesse her, was das Spiel angeht. Weil, wenn wir hier unter Technologie schauen, habe ich gesehen, dann kann man zum Beispiel für seine Regular Army so ein bisschen was machen. Also man kann sie ausbauen oder abbauen, wie man es will. Und dann habe ich gesehen, man kann auch für die SS Army, ja, da kann man auch was machen. Da habe ich mich gefragt, wann kommt denn jetzt diese SS? Sind die jetzt solche Elite-Truppen und oder wie sieht das aus? Und da habe ich gemerkt, ich kannte mich eigentlich gar nicht mit der damaligen SS aus. Nur ein bisschen was über ein paar Filme und Serien, sowas wie Band of Brothers. Und habe ich mal eine Dreiviertelstunde in Wikipedia verbracht und habe mich da so durchgeklickt und dann ist so ein bisschen fader Beigeschmack gewesen, wenn ich da so gehört habe, was es da ging an den Schulen mit der reinrassischen Lehre und dieses Massaker in diesem Dorf hier in Frankreich, was sie begangen haben irgendwo hier. Das ist nicht so gut. Aber das ist jetzt auch alles schon 70 Jahre her und dann kann man das auch ein bisschen differenzierter betrachten. Ich denke mal, wer heute so zwischen 16 und 20 ist, der hat eigentlich kaum noch Bezug zu den damaligen Sachen. Aber Hearts of Iron 3 bringt das halt wieder total zum Vorschein, zumindest für mich. Und da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und deswegen habe ich jetzt für mich entschieden, ich werde die SS nicht benutzen. Also jetzt habe ich ein bisschen hier was aufgestellt. Das sind solche Militär-Polizei-Sachen, aber das ist jetzt nichts Großartiges. Hier habe ich noch ein paar, in Frankreich stehen auch ein paar, zufälligerweise jetzt in der Nähe dieses Ganzen. Und ja, ich mache mit denen einfach nichts. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Spiel. Also so viel dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema halt was sagt. Die Schweiz lasse ich in Ruhe. Italien ist der Verbündete. Ja, damals auch faschistisch. Ja, Faschismus halt. Und ich habe den Italienern gestattet, dass sie hier den ganzen Balkan haben können. Die haben mich gefragt, hey, was sind jetzt damit? Ja, kriegst du das? Krieg ich das? Und da habe ich denen gesagt, nö, lasst mal. Ich habe hier oben zu tun. Ja, macht mal euer Ding. Und stattdessen habe ich jetzt gesagt, ich kümmere mich eben um die Briten. Und zum Plan jetzt, hier an der französischen Küste stehen ja die Spanier und wir gucken mal eben, wo Spanien überhaupt steht. Das müsste hier Spanish State sein. Ja, das ist ja der letzte. Wo stehen die? Muss man eben gucken. Die sind hier, die driften zu mir hin. Also theoretisch könnte ich sie irgendwann einnehmen, aber die driften sehr langsam. Driften bedeutet jetzt, in diesem Dreieck wird halt ermittelt, wo die Staaten stehen, politisch gesehen. Also ob sie mehr zu den Achsenmächten gehören, ob sie mehr zu den Sowjets gehören
oder mehr zu den Alliierten. Und Spanien driftet halt in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob und wie akkurat das jetzt ist. Ich weiß, Deutschland hatte irgendwas mit einem spanischen Bürgerkrieg damals zu tun. Aber irgendwie, ich glaube, die Spanier hatten jetzt nicht so die überwältigend große Rolle damals. Keine Ahnung. Ich stelle auf jeden Fall hier die Garnison dahin, die habe ich frühzeitig ausgebildet und jetzt schicke ich die dorthin, stelle die dorthin und dann ist gut. Da hier das ganze Gelände an dieser Grenze aus Gebirge besteht und ja, die KI bislang nicht so wirklich was mit Fallschirmjägern oder Küstenangriffen macht, werde ich einfach die Küste hier, Quatsch, das Gelände dort absichern und gut ist. Das Thema nochmal bei den Sowjets. Die Sowjets, ihr wisst ja, die Deutschen haben irgendwann die Sowjetunion angegriffen. Das war ja nicht so schlau damals, hat sich herausgestellt. Und ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ihr seht hier an der Grenze, das ist neu der Modifikation. Man kann ja solche Festungen aufbauen, hier unten links, ne, Fortress. Und das neue Pillbox, das sind solche kleineren, leichteren Bunkeranlagen. Die bieten nicht so viel Verteidigung für die Garnison wie die Festung, aber die sind auch nicht so teuer und die dauern auch nicht so lange. Konkret dauert das hier in Memel, ja, eine Festung zu bauen bis November 1940. Und irgendwo ist auch eine Pillbox hier, ja, hier. Hier, die dauern nur bis Mai 1940 und die habe ich ungefähr gleichzeitig begonnen. Die sind auch billiger, ja, die kosten hier 3,5 ICs und die hier etwa, ja, fast das zweieinhalbfache. Also, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß nicht, wie lange die Grenze hier besteht. Die wird sicherlich nicht für 10 Jahre so stehen. Irgendwann wird es halt mit der Sowjetunion nicht mehr so gut gehen. Und dann werden die roten Bären sozusagen hier irgendwann spätestens bei mir einmarschieren wollen. Und mal bei Berlin vorbeischauen. Deswegen, ich werde hier einfach meine Garnison hinstellen. Die eine oder andere Panzerkompanie oder Division oder Brigade lasse ich dann auch hier. Aber ansonsten lasse ich so. Ja, Dänemark und hier Norwegen, Finnland, Schweden, die ganze Ecke. Die lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist. Ich sehe hier gerade, die Russen marschieren schon in, ja, in Finnland ein. Das haben sie damals gemacht. Und da habe ich mir auch über Wikipedia informiert, dass die total gescheitert sind, wenn wir uns mal das Land angucken. Das ist hier alles Wald und das Wetter. Wir haben es jetzt März, also gar nicht mehr so kalt. Trotzdem aber minus 10 Grad halt in diesen Gebirgen. Und da habe ich gelesen, dass die Finnen mit 10.000 Mann damals eine vierfache Übermacht der Sowjets zerlegt haben, weil die einfach total schlecht ausgerüstet waren. Das heißt, die Finnen haben so eine Skibrigade benutzt. Und darauf bin ich nämlich gekommen, als ich das hier in Produktion oder in der Technologie gesehen habe. Ski-Infanterie. Ich dachte mir, was ist das denn jetzt? Ski-Infanterie auf Skiern? Und was soll denn das? Aber die haben tatsächlich richtig gute Boni in diesem Gelände. Und damit kommt man auch dann gegen Panzer irgendwie an. Werde ich jetzt aber hier für die Briten nicht brauchen. Und wie gesagt, darum geht es jetzt auch hier. Ja, Großbritannien. Erstmal zu meiner Armee. Wir sind jetzt ja in Frankreich eingerückt, haben hier so ein bisschen Stellung bezogen und dann habe ich die so ein bisschen neu aufgestellt. Und was ich jetzt gemacht habe, das ist wahrscheinlich unter Hearts of Iron Spieler nicht so beliebt. Ich habe jetzt hier alles total überfrachtet auf einer Region, alles hier in Rotterdam. Das ist nicht so gut, weil die Nachschubversorgung wird echt kritisch, weil Das ist echt schwer. Das geht jetzt hier in Deutschland gerade noch so, weil da die Eisenbahnschienen und die ganzen Autobahnen oder Straßen noch gut dafür geeignet sind. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken hier, das ist Deutschland. Ja, also je grüner, desto besser die Versorgung. Wenn ich dann später in Großbritannien hoffentlich auch mal vorbeigucken kann, dann geht es auch noch. Aber hier in Afrika, das kann man total vergessen. Ja, als ich mal vor Jahren in Hearts of Iron gespielt habe, da kam ich überhaupt nicht durch Afrika durch, weil meine Panzer, die ich dort hatte, die kamen einfach nicht weiter. Die hatten dort kein Treibstoff. Nie. Okay, egal. So, ja, wie machen wir das jetzt mit England? Ich habe mir da keinen Kopf gemacht. Also bei Frankreich und Polen war das relativ einfach. Das übliche Schema, was ich gemacht habe, ist, dass ich erstmal auf die Siegpunkte geschaut habe. Und hier ist eine Liste. Hier. United Kingdom ist hier. Die haben VP, Victory Points, haben die 129. Das ist viel. Verglichen mit denen von Polen, das ist etwa das Sechsfache. Die Städte geben zwar mehr. Also wenn wir jetzt mal gucken, hier London gibt 30 Punkte. Was haben wir hier? Das ist Coventry. Birmingham. Ja, Coventry ist daneben. Birmingham 5. Liverpool 5. Ich hab's durchgerechnet vorhin.
Die Insel hier kommt auf ungefähr 60. Und wenn wir uns dann hier anschauen, was für einen nationalen Zusammenhang die haben, die sind bei 81. Das reicht nicht. Das heißt, ich müsste mehr einnehmen. Und der Witz ist ja, Großbritannien ist ja nicht nur auf seiner eigenen Insel. Die haben ja alles Mögliche irgendwo besiedelt. Das hier gehört noch zu Frankreich. Moment, hier, Indien, ne? Irgendwo, Indien. Indien. Ja, hier, Bombay zum Beispiel. Ich müsste Bombay einnehmen, damit ich Siegpunkte kriege, damit ich Großbritannien am Ende total zerlegen kann. Kriege ich niemals hin. Wie soll ich da hinkommen? Ich habe ja nicht mal, ihr wisst ja, ich habe ja keine Schiffe. Hier, ich kann höchstens die Japaner irgendwie fragen, aber das ist einfach nur eine KI, also die wird mir da nicht helfen. Das heißt, ich kann das Land hier besetzen, aber nicht vollständig einnehmen. Und ich weiß nicht, ob die das in Black Ice geändert haben, aber ich werde quasi jede einzelne Provinz hier irgendwie einnehmen müssen. Und das wird richtig, richtig lange dauern. Da kann man locker mit 10, 20 Stunden Spielzeit rechnen, wenn nicht noch mehr. Und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinkriege, weil ich muss ehrlich sein, ich habe schon mal einen Durchlauf versucht. Ich habe es so an einer oder anderen Stelle mal versucht, um zu gucken, ja, ist das jetzt leicht, ist das schwer, und das ist ein richtig anspruchsvoll. Aber ich habe es auch nicht so wirklich versucht. Zum Beispiel, ich kann es mal zeigen, ich habe mit Bombern hier, das sind alles noch Fragezeichen, sehe gerade, wir spulen mal eben Tag vor, damit das Ganze so ein bisschen an, das reicht schon, an Essenz gewinnt. Also hier, die Briten haben hier überall Garnisonen hingestellt an ihre Küste, was schlau ist, aber sie haben Lücken gelassen. Hier sind zum Beispiel Lücken, da könnte ich anlanden, ohne auf Widerstand zu stoßen. Das ist nicht sehr schlau, würde ich zumindest eine Einheit hinstellen. Ich habe selber gar keine, aber ich weiß ja, dass die KI auch nicht unbedingt zu den Schlauesten gehört. Und wenn sie anlanden, dann kann ich immer noch Fallschirmjäger absetzen. Nee, aber das Wichtige ist, wir müssen dort anlanden und wir müssen sofort irgendwie einen Hafen erobern. Ja, sowas hier, wie zum Beispiel in Dover. Oder, was ist hier, Plymouth. Oder, wenn es nicht anders geht, Hull. Oder hier oben ist Aberdeen, da ist auch irgendwas, genau. Irgendwas. Wir müssen einen Hafen haben, damit wir darüber versorgen können oder unsere Leute ersetzen können, weil sonst ist das hier ausweglos. Der ganze Kontinent ist voller Truppen und sobald ich irgendwo anlande, werden die alles auf mich werfen. Und das kann ich nur verhindern, indem ich selber ständig Truppen nachschiffe. Und ich kann halt keine Panzer oder so mit Flugzeugen verlegen, das geht halt damals nicht. Da kann man nur Fallschirmjäger einsetzen, weil ich weiß. Deswegen war meine Idee, irgendwie an den Hafen zu kommen. Und dann können wir uns mal eben das Gelände anschauen, die einzelnen Häfen. Und die südlichen kommen natürlich eher in Frage, weil sie dichter bei mir liegen. Und wie gesagt, das Wasser gehört mir nicht. Ich habe keine Schiffe. Ich habe kaum was hier da um die ganzen Kreuzer oder das Schörer der Briten zu bekämpfen. Deswegen, ich habe zwar die Lufthoheit, wenn wir mal eben gucken. Die Lufthoheit gehört mir, also ich kann theoretisch überall mit meinen Fallschirmjägern absetzen, wenn ich will, ohne gestört zu werden, weil alles, was die Briten in die Luft bringen, wird direkt von meinen Abfangjägern an der Küste auseinandergenommen. Das ist der einzige Pluspunkt, den ich habe, und dass meine Bodentruppen von den Panzern her besser sind, das ist mein Vorteil. Bloß ich muss irgendwie erstmal über die Insel rüber, über den Ärmelkanal rüber. Schauen wir mal eben. Das ist jetzt hier die Terrainansicht, also jede Provinz ist ja ein gewisses Gelände. Und das hier sind Ebenen, Plains. Da zu landen ist gefährlich, weil man hat als Verteidiger dort einen 0,1%igen Verteidigungsbonus und das ist nicht viel. Wenn wir uns mal kurz angucken, ein Panzer hat im offenen Gelände, nehmen wir mal hier zum Beispiel eine leichte Panzerdivision, die hat im Gelände einen Angriffsbonus von 20%. Und hier normale Panzer, die Briten auch schon haben, die haben einen Angriffsbonus 25%. Und wenn wir gucken, ich glaube, sie haben die Briten zwar nicht, habe ich nicht gesehen, die großen Panzer, die haben auch 10%, aber die haben ganz andere Angriffswerte. Also das ist dann schon so eine Sache. Das heißt, wenn ich dort lande, dann kann ich mich schwer verteidigen, weil angenommen, ich lande jetzt mit meinen Fallschirmen, Heinis, wo sind sie denn? Die Paratrooper hier. Die haben einen Verteidigungsbonus in den Ebenen von 10%. Das ist nicht viel. Wenn wir uns das konkret anschauen, wo ist er denn? Hier, der Defensiveness-Wert ist bei den 31. Das heißt, die können 31 mal ausweichen. Irgendwie
Leute, ich habe es mir mal im Wiki angeguckt, ne, was das alles bedeutet. Ich habe es mir notiert und dachte, aha. Jetzt habe ich alles wieder vergessen. Also 31, das ist schon ganz ordentlich für Infanterie. Wenn wir danach sortieren, dann sind sie ziemlich weit oben. Also direkt unter den anderen. Bloß die Panzer haben halt richtig hohe Angriffswerte, wenn wir mal schauen. Soft Attack, darauf kommt es nämlich an. Da ist natürlich Artillerie ganz oben, aber die Panzer sind dann auch nicht mehr allzu weit weg. Die haben dann hier 13, 15 und so weiter und so weiter. Also die können mich dann zerlegen. Und die haben halt, die sind halt schwer von den Paratroops dann zu bekämpfen, weil, jetzt kommt es drauf an, könnt ihr mir noch folgen? Ich hoffe, ich bin nicht der Beste, was das Erklären angeht. Aber hier, meine Fallschirmjäger, die haben ja einen, wie heißt das hier, Hard Attack von 4. Ja, das heißt, sie können gepanzerte Ziele nur mit einer, sagen wir mal, mit einem vierfachen Angriffswert angreifen. Das ist jetzt das Einfachste, um das zu erklären. Und normale Panzer bestehen zu 80% aus Panzerung. Hier steht es 20%, aber man muss den Kehrwert nehmen, 80%. Und das ist das Wichtige dabei. Das heißt, um es zusammenzufassen, Fallschirmjäger gegen Panzer im offenen Feld, schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Wirklich sehr schlecht. Und dagegen hilft dann wirklich nur das Gelände besser auszuwählen. Also, wenn ich nicht mit Schiffen anlanden kann. Das heißt, wir könnten ja überall landen, hier auf der ganzen Insel. Und damit wir nicht so einen Paratrooper-Abwurf-Malus haben wollen, ich klinge wie so ein richtiger Vollzeit-Nerd, müssen wir wo landen, wo keine Einheiten sind. Und nun, da wo jetzt nichts zu sehen ist, da sind wahrscheinlich trotzdem Einheiten, also besonders hier in den Stadtgebieten. Nur, ich kann es nicht sehen. Ich könnte jetzt hier so ein bisschen meine Intelligence-Werte für United Kingdom hochfahren. Ja, machen wir mal. Und dann lasse ich meine Spione quasi dort ein bisschen aufklären. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich nehme an, alles, was von Wert ist, alle wichtigen Bereiche, hat die KI besetzt und das ist gar nicht so blöd. Bis auf Bude. Deswegen bin ich da die ganze Zeit drüber. Bude scheint für mich interessant. Ihr seht, Bude oder Bad, weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, ich habe es noch nie gehört, ist jetzt Waldgebiet. Waldgebiet ist interessant für uns. Wenn wir uns das nochmal anschauen, in Waldgebiet erleiden Panzer einen Malus, und zwar, wenn sie angreifen dort Forest, ja, minus 90%. Das ist richtig heftig. Also ein Panzer, der ein Waldgebiet angreifen soll, ja, könnt ihr euch schon denken, die kommen da kaum durch, die finden meine Leute schwer. Und da haben die richtig Schwierigkeiten mit. Nur noch Berge sind nur noch schlimmer, oder? Oder arktisch oder ja, andere Sachen halt auch. Aber trotzdem, mit Forest haben die zu kämpfen. Während meine Paratrooper, die ich dann dort abwerfe, einen Verteidigungsbonus von 70% bekommen. Und das ist dann auch schon gar nicht mal so schlecht. Zumindest besser, als wenn sie hier in den auf der Ebene landen. Nur 10%. Also, ne? Sollten wir uns mal mit näher befassen. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir es hinkriegen, hier, wo ist es, Urban, da in der Mitte ungefähr, 105%iger Bonus für mich, für Verteidigung, Defense, und für Panzer oder andere Einheiten, die angreifen, insbesondere Panzer sind für mich relevant, wegen dem niedrigen Hard Attack der Paratrooper, die haben dort einen Malus in der Stadt von 85%, das ist auch richtig. Da haben die richtig Schwierigkeiten in den Stadtgebieten. Deswegen habe ich dieses Gelände hier in Betracht gezogen. Ich habe keine einzige Stadt gefunden, die hier unverteidigt ist. Und die zweite Idee war, dass ich hier in der Nähe einer Stadt abspringe, zum Beispiel Scarborough, falls dort niemand ist, und dann gucke, ob ich irgendwie eine Stadt einnehmen kann. Das Gute an England ist, da gibt es nicht so viele Flüsse wie hier in dieser Region, wo ich eben mit den Panzern drüber musste. Das heißt, ich werde da nicht so einen Abzug bekommen, dass ich über einen Fluss angreifen muss. Zum Beispiel zwischen Scarborough und Hull ist halt Festverbindung. Das ist gut für die Panzer, falls sie dort anlanden können. Ja, das ist soweit die Idee. Also ich könnte meine Fallschirmjäger hier an diesen beiden Regionen absetzen und dann direkt mit Schiffen unterstützen. Und dann, da ich ja keine Kriegsmarine habe, so blöd wie ich war, müsste ich dann hier meine drei Naval Bomber, heißen die, ich weiß nicht, wie soll ich das übersetzen, Marinebomber, müsste ich dann einsetzen, um die Schiffe zu bekämpfen. Das mache ich die ganze Zeit.
Wenn wir hier sehen, hier, die haben ein paar Zerstörer. Und ich lasse mal eben angreifen. Ja, und Pause. Dann seht ihr hier, ich lasse jetzt, das sind solche Zerstörer und meine Bomber bringen die halt in Bedrängnis. Das mache ich mit allem, was hier im Ärmelkanal von den Briten rumkeucht und fleucht. Aber das wird die nicht abhalten, wenn ich jetzt mit meinen Booten komme, dass sie trotzdem kommen. Also es sind echt nur drei Bomber, mit denen kann ich nicht so viel machen. Das ist das eine. So, und jetzt meine Invasionseinheiten, die habe ich hier schon hingestellt. Also hier sind die Fallschirmjäger, die kennt ihr ja schon aus dem letzten Video. Die haben in Polen gute Arbeit geleistet, haben dort Erfahrung gesammelt. Und jetzt haben wir hier meine Invasionsstreitmacht. Ja. Und meine Boote. Wo sind sie? Da. Wiiu. Da habe ich schon Marines reingepackt. Ja, mehr ging nicht. Drei Divisionen. Und ich habe mir gedacht, ich kann die ja irgendwo anlanden lassen und dann kämpfen die dort. Aber die werden wahrscheinlich irgendwann aufgerieben. Ich müsste, so Hitler hat damals geplant, die gesamte Südküste von England auf einmal so anlanden lassen. Aber dafür habe ich nicht die Boote und auch nicht die Muße, um das alles zu machen. Deswegen, wir werden das mal hier versuchen. Hier in Bad. Und dann versuchen wir Plymouth einzunehmen. Das ist Marschgebiet, also Sumpfgebiet. Die haben das alles hier in Sumpfgebiet gemacht, was mich sehr stört. Ich glaube, das ist ein Fehler im Spiel. Ich glaube, das müsste hier eher Stadtgebiet sein. Das kann irgendwie macht das keinen Sinn, aber ich weiß, dass Wales hier die Ecke, dass da doch viele Sümpfe sind. Vielleicht doch. So, ich werde dann also Fallschirmjäger hier absetzen und hier. Und dann werde ich gucken, ob ich so schnell wie möglich Panzer hier reinbringen kann, ohne dass die Schiffe der Briten das verhindern können. Das ist ein gewisses Risiko und ohne, dass ich das Feature habe, dass ich hier neu laden kann, würde ich es nicht versuchen. Aber das ist der Plan. Ja, aber dazu möchte ich meine Truppen noch ein bisschen besser aufstellen. Also ich will hier so ein bisschen, ihr seht das ganze Chaos, die ganzen HQs und Army Groups, die sind alle verstreut und durcheinander. Da möchte ich noch ein bisschen Ordnung reinbringen, damit sie wirklich jeden Bonus bekommen. Und dann testen wir das mal. Ja? Okay, dann speichere jetzt an dieser Stelle mal ab und mache einen kleinen Cut im Video und dann sehen wir weiter, wenn ich das direkt aufgestellt habe. So, ein bisschen was hat sich verändert, aber nicht viel. Und zwar unsere Verbindung hier zu den Einheiten, die habe ich versucht ein bisschen zu optimieren. Allerdings ist das immer noch so ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. Ich glaube, der hier gehört nicht dahin. Das ist jetzt allerdings auch nicht so wichtig, weil die ganzen Boni, ich weiß nicht, ob die sich für die Insel so gravierend jetzt auswirken. Ich lasse die ganzen HQ-Einheiten sowieso nicht übersetzen, dafür sind sie mir zu wertvoll, beziehungsweise, ja, sie verbrauchen Platz auf den Schiffen, die ich eigentlich für Kampfeinheiten reservieren will. Wenn jetzt allerdings kein Profi in dem Bereich, vielleicht sollte man sie mitnehmen, ich werde sie aber erstmal zu Hause lassen. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier Folgendes gemacht. Ich habe jetzt erstmal den Ärmelkanal weiter versucht freizuhalten, aber ich kam einfach nicht gegen die Zerstörer und gegen die Kreuzer von denen an. Ich habe allerdings auch nur diese drei Bomber hier und die sind jetzt, wie ihr sehen könnt, schon ziemlich im Argen. Ja, 81, 71 und 60%, das ist, die müssten eigentlich längst in die Werkstatt und erstmal einen Monat Pause machen, aber kann ich mir halt nicht erlauben, ne? Ich muss den Korridor frei halten. Und bei meinen ganzen Abfangjägern sieht es auch nicht viel besser aus. Die meisten Einheiten, denen geht es gut bis sehr gut. Aber einige, so wie hier Abfang Nummer 5, ja, die müssen erstmal wirklich weg von der Front und erstmal Urlaub machen irgendwo in Paris oder sowas. Und die hier sind immer noch am Abfang, sehe ich gerade. Und dabei haben die schon so schwere Verluste hingenommen. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich mal gucken, was machen die denn gerade? Die haben so einen Kampf gegen einen CAG, so einen CAG-Flieger. Den werden sie auch groß gewinnen. Bloß, die werden dabei wieder ein paar Verluste hinnehmen und das ist nicht gut. Deswegen, den werden sie noch fertig machen, aber dann brechen wir das Ganze ab. Und dann schicke ich lieber jemand anderen vor, der hier, dem es besser geht. Oh, wen nehmen wir denn? Abfang 1. Ja, Abfang 1, der sieht doch wunderbar aus. Den nehmen wir mal. Wo stehen die denn? In Den Haag. Okay. So, dann gehen wir hier auf Intercept. Und irgendwie ist das hier verbuggt, was das... Ah, ne, ist doch nicht verbuggt. Also manchmal kann ich diesen Keil oder diesen... was das Ding hier ist, kann ich nicht so ganz machen, wie ich will. Aber jetzt ist er, wie ich will. Und zwar, ich will, dass der hier die Südengland abdeckt und den Ärmelkanal. Warum jetzt hier gerade der
Teil hier nicht abgesichert wird. Keine Ahnung. Ja, die kriegen das aber schon hin. So, gut, mit den Abfangjägern sieht alles gut aus. Jetzt zu unseren Bombern. Ich habe Folgendes gemacht, während ihr die ganze Zeit gespart habt. Ich habe hier die beiden Gebiete bombardiert. Haben wir hier irgendwo einen Provinzenübersichtsmodus? Ja, ich habe hier die Provinz von... Ja, die grüne Provinz eigentlich alles bombardiert, wenn sich dort eine Einheit reingetraut hat. Das Problem ist jetzt leider nur, hier eine voll ausgebaute Luftab... Nur... Nee, ich dachte, die sei voll ausgebaut gewesen. Also ich hatte auf jeden Fall richtig heftige Verluste, wenn ich hier bombardieren wollte. Das ist jetzt allerdings nicht so das große Problem, denke ich. Wenn wir nämlich genau hinschauen, hier Plymouth hat überhaupt keine Festung und die haben nur 4 Garnisonen, ein Haku, das ist jetzt wirklich nur ganz kleine Symbole, ich vergrößere das mal, eine gemischte Panzereinheit und eine schwere Panzereinheit. Das sind nicht unbedingt Einheiten, die perfekt für Verteidigung geeignet sind. Die Garnison zwar schon, ja, die eignen sich gut dafür, aber der Rest nicht ganz. So, aber was ich jetzt hier gemacht habe, das seht ihr hier. Das ist wirklich nur schwach zu sehen, aber wir schicken mal eben den Bomber drüber, dann ist es besser zu sehen. Unseren Close Air Support, dem geht's schon wieder recht gut, ja. Dem, der hier. Genau, die, hier ist das bloß das Problem. Ich habe welche hier an die Küste, an die Westküste Frankreichs verlegt. Bloß die kriegen hier kaum Nachschub rein. Das dauert wirklich ein paar Wochen, bis da die Nachschubroute steht. Jetzt kommt es so langsam hin. Deswegen, wir können sie jetzt langsam einsetzen. Wir starten jetzt mal CRS-4 und bombardieren hier. Und dann können wir nämlich genau sehen, was da los ist. So. Es sind nur meine Marinebomber, die jetzt unter Beschuss stehen. Aber das ist kein Problem. Die fliegen ja sowieso schon wieder nach Hause. Was machen die eigentlich da hinten? Ey, das ist ja fast schon im Atlantik. Ne, aber uns interessiert jetzt mehr hier die Gegend Bodmin. Ja, da will ich ja mit meinen Fallschirmjägern irgendwann hin. Deswegen, ich bereite gerade die Invasion vor. Und wenn wir jetzt hier mal hinschauen, der Herr Kesselring gegen den James Drew. Und Kesselring dürfte total überlegen sein. Also meine Bomber hier haben zum Beispiel schon, was ist das hier? Ich glaube motorisierte Infanterie oder sowas in der Art. Das hier ist auf jeden Fall ein Panzerabwehrbataillon. Nicht so wichtig, dass sie platt sind, aber nicht schlecht. Hier Ingenieure habe ich platt gemacht. Das sieht man daran, dass die orangenen Dinger... Also Audio ist gerade schon wieder richtig laut, ne? Das ist irgendwie immer ein bisschen blöd im Spiel. So, Effekte mal ein bisschen leiser. Nochmal. Also, dass wir hier diese orangenen Dinger, das sind die Stärkewerte, die müssen weg. Ja, die Organisationswerte sind nicht ganz so wichtig für die Invasion, weil es geht darum, dass wir wirklich die Engländer töten. Wir müssen töten. Das ist blöd, aber die wollen sich halt nicht ergeben, deswegen müssen wir die platt machen. Und das Problem ist, die Garnisonen sind hier noch alle intakt und die Artillerie auch und die auch. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Keine Ahnung. Ich habe jetzt echt Bomber und Bomber drüber geschickt. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, die werden jetzt auch nicht so viel Schaden machen. Die nehmen aber selber immer so ein bisschen was weg. Ja. Das sieht nicht allzu gut aus. Deswegen, wir schicken auch nochmal hier unsere strategischen Bomber, so habe ich die genannt, unsere Heavy Bomber, schicke ich nochmal auf Plymouth. Und bombardiere dort logistisch Ziele. So, und zack, schon sind sie da. Das geht ganz gut. Ja, aber allerdings, sie machen dabei die Infrastruktur platt, was ich nicht so gut finde, weil ich da ja anlanden will und dann muss die Versorgung rollen. Und die machen die Supplies platt und den Fuel, das ist auch nicht so gut. Aber mich interessiert hier die Anti-Aircraft Guns, die sollen weg. Wenn die weg sind, dann kann ich da Bomber und Bomber drüber schicken, den quasi ein ganzes halbes Jahr lang und dann lebt da nichts mehr. Aber ist nicht so einfach, weil wenn wir jetzt schauen, die nehmen richtig Schaden und meine strategischen Bomber. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Ja, das mit der Forschung, das nervt jetzt so ein bisschen, aber ich will sie nicht vollständig deaktivieren. Wir, ja, es ignoriert das einfach. Auch das mit der Produktion, das ist jetzt, gerade jetzt im Kriegsfall würde ich es gerne auslagern. Wir haben jetzt hier gerade einen fetten Überschuss, was das alles angeht, aber das machen wir gleich erst. Meine Bomber nehmen halt mehr oder weniger immer Schaden hier. Also es ist, wenn es auch nur ein Prozent ist oder so, 1% der Stärke, das ist jedes Mal ein bisschen. Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich gerade einen Nachtangriff geflogen habe. Die sind eh immer so ein bisschen schlecht, aber selbst jetzt 7 Uhr jetzt hier, ja, die verlieren halt richtig was dabei. Und eigentlich, ich bin total überlegen. Dieser Balken hier unten sagt aus, ich bin den Engländern, was das angeht, total überlegen. Aber
Das Einzige, was hier platt gemacht wird, ist die Infrastruktur. Die Anti-Aircraft-Guns, die werden ignoriert. Und ich weiß nicht, welcher von den ganzen Angriffen hier helfen soll. Das ist es nicht. Runway vielleicht? Ja, ich probiere mal einen Runway-Angriff aus. Vielleicht macht der ein bisschen mehr. Ja, hier die Bomber. Ja, die machen gut weiter. Das ist halt wirklich, ich dachte am Anfang, als ich das erste Mal geflogen habe, jo, jetzt kommen Flugzeuge und Bomben alles weg. Nein, die müssen wirklich 20.000 Mal wiederkommen und immer wieder neu bombardieren, um da was zu machen. So, jetzt bombardieren sie hier, ja, das sieht schon besser aus. Jetzt bombardieren sie nur die Airbase und die Anti-Aircraft-Guns. Ich glaube, das geht besser. Allerdings, die haben kaum noch Organisation und wenn sie gleich bei 70% sind, das ist, dann muss ich sie reparieren lassen. Also zwei Angriffe gehen wohl noch. Ja. Na, rein da, Jungs. Bisschen schneller. So. Ja, das war's. Mehr geht nicht. Na, einmal müssen wir noch rüber, um zu gucken, was da jetzt noch übrig ist. Na, komm. Kommt ihr nochmal? Nee, kein Bock mehr. Ist total unorganisiert. Schade. Dann nehmen wir dazu eben die Bomber hier. Einmal einen einzelnen Überflug. So. Oh nee, das machen wir anders. So, hier, was habe ich gesagt? Runway Cratering? Ja, war es das? Okay. Einmal rüber. So, wie stehen wir jetzt da? Die Airbase ist platt, aber die hier, die Anti-Aircraft-Guns, die weiß ich nicht. Keine Ahnung, müsste ich jetzt irgendwo im Wiki nachschlagen, Anleitung lesen, Leute fragen, wie das am schlauesten geht. Ich probiere das hier alles aus. Wenn wir uns das jetzt aber anschauen, die Provinz hier, oder wie ich das nennen soll, die Infrastruktur ist beschädigt, der Flughafen ist total platt, ja, da steigt gar nichts mehr auf, was schlecht ist für mich als Grundlage weiterer Invasion. Aber hey, und das hier, ja, hier habe ich nur auf die Leute geschossen sozusagen. Okay,